Hey, wenn es eine Sache gibt, die ich gerne zweimal mache an meinem freien Tag, dann ist es Super Mario 3D World plus Bowser's Fury aufnehmen. Weltblume wird uns weiterhin überraschen mit geremakten Leveln oder erschwerten Leveln. So bekommt jetzt auch ein Weltcastle-Level, Weltcastle 1 war es, glaube ich, zum Vorschein in Blume 4 Hektik im Fort der Feuerbrüder. Den Spaß im dem Fort der Feuerbrüder hatten wir ja schon zu Genügen in Weltcastle. Und deshalb gibt es jetzt, ja, eine Zeitversion. Mit etwas mehr Hektik. Ja, wie hätte es auch anders sein können? Indem wir etwas Zeit einsammeln dürfen. Leider ist es nicht so innovativ geworden wie in 3D-Land. Quasi, dass man Feuerbrüder killen muss, um Zeit zu bekommen. Hätten sie bei weitem mehr Feuerbrüder hier platzieren müssen. Aber ja, vielleicht kann man da trotzdem was Innovatives draus gestalten. Wir schauen einfach mal und lassen uns überraschen. Hier gibt es ein verstecktes One-Up. Das gab es, glaube ich, im Original-Level auch schon. Oder zumindest irgendein verstecktes Power-Up. Wenn es dann kein One-Up war. Brauche ich aber nicht. Ich habe schon die vollen One-Ups. Oh, hi. Grüß dich. Oh, hi. Ja, kann ich auf ihn runterspringen? Treffe ich ihn überhaupt? Ja, ich treffe ihn. Ja, das ist super. Warte mal, habe ich. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht gucken. Wir wollen ja auch die Grünsterne haben. Das ist ja klar. Bin ja 100% so. Allerdings habe ich nicht sonderlich viel Zeit, um mich umzugucken. Also helft mir bitte hier hoch. Das ist hier oben. Der Grünstern. Okay, immerhin. Ich habe Zeitdruck, deshalb ist es okay. Dass der einfach so da liegt. Sonst hätten wir noch einen Bonusraum hinmachen können, aber das ist jetzt nicht sonderlich die krasse Idee jetzt hier um. Oh Scheiße. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, hallo! Scheiße, ich muss hier durch. Zeig, Druck. Ich brauche Uhren. Okay, das könnte das erste Abfuck, wirklich abfuckte Level werden. Beeil dich, los schnell, mach hinne ihr Twomps. Keine Zeit für eure Rumgeeiereien hier. Warte, da was schießt du dahin, ne? Ich hab Schürfe verwechselt. Dammit! Was ist hier? Hier ist ein Grünstein, oder? Ja, ist ein Grünstein. Hier ist der letzte Grünstein, wo ihr merkt. Ich habe auch keine Zeit, um euch mit euch abzufinden hier. Ich sprint jetzt einfach durch. Ich habe alle Grünsterne. Bin mit dem Thema fertig hier mit euch. Ganz ehrlich. Gibt's hier noch mal ein paar Sekunden? Soll ich die killen? Oder dich killen, wo man merkt. Komm mal rüber hier. Komm rüber. Okay. Damn, dieser Kill. Guckt euch das an. Da konnte ich ja glatt den Fail von gerade eben wieder ausbessern, ey. So, okay. Immerhin haben wir es jetzt so. Second Try ist auch noch okay. Oder warst du gerade? War es der dritte Versuch? Weiß ich selber nicht mehr. Ich achte darauf nicht. Ich würde aber sagen, es war Second Try. So, das war schon mal eine Herausforderung für den Anfang. Eine Ausnahme. Bislang. Aber ich bin mir sicher, es kommen die ganzen harten Level. Das ist schon mal der Startschuss für die Herausforderung. Würde ich jetzt mal sagen. Das war doch schon mal gut. Ich spiele jetzt mal diesen Einzelgänger hier, oder? Welches ist das hier? Das 4? Ja gut, dann ist 5. Dann kommt das jetzt erstmal. Wir spielen alles der Reihe nach. Und das heißt, es kommt Hasenjagd in der Grassteppe. Oh, das ist tot perfekt. Ich glaube, ich wechsle da nicht mal. Toad ist perfekt für diesen Job. Dann gönne ich ihm mal diesen Auftritt. Er hatte in der letzten Folge schon oft genug einen Auftritt gehabt. Aber jetzt, wenn es um Sachen Hasenjagen geht, würde ich sagen, gönne ich ihm den Auftritt auch. Müssen die ein bisschen schärfer nehmen, die Kurven, als er. Nein, und dann verarscht er mich. Oh Gott, ist der schnell. Das ist der erste Hase, der wirklich extrem schnell ist.
Der erste, wohlbemerkt. Ah, jetzt habe ich ihn. So, das ist aber noch nicht der einzige, oder? Der hat nichts, oder? Okay, gut, immerhin. Wenigstens haben wir hier keinen Zeitdruck, aber ich muss mir erstmal auch hier umgucken. Das ist zwar eine schöne Sache hier, diese schöne Grassteppe, allerdings ist sie halt leer. Das wissen wir schon aus dem Original-Level. Eventuell haben wir hier etwas zu suchen. Naja, der Pixel Luigi ist immer noch da, schön groß wie er ist. Ah, ich wollte schlagen, Mensch. Warum machst du denn nicht das, was ich dir sage? Ich habe eindeutig Y gedrückt. Moment, wo muss ich denn eigentlich hin? Hallo, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Könnt ihr mir helfen? Ja, könnt ihr. Wo bringt ihr mich hin? Grünstern? Nein, das ist kein Grünstern. Ich dachte kurz. Wo ist... Die sind die Grünsterne. Da sind sogar zwei. Guck mal. Guck mal hier. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin soll, Mensch. Ich bin so verwirrt. Was ist das hier? Oh, schade, das ist aber die normale. Ich hätte gerne wieder die schöne andere gehabt. Wo schießt du mich hin? Ah, jetzt komme ich hier raus, ne? Ja, ja, hier ist ein Grünstern, sehr gut. Ich würde sogar sagen, das ist alles hier, würde ich jetzt mal sagen. Euch jage ich nicht mehr, euren Anführer habe ich schon gefangen. Könnt mich mal. Genug Hasen jagen für heute. Geh da rein. Dankeschön. Warten, 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 warten und Schuss. So, gib mir jetzt noch den letzten Grünstern, bin ich happy. Oh, als ob! Als ob! Ein weiterer Todstempel. Knopf, der einen Grünstern freischaltet. Die letzten. Da habe ich echt Luck gehabt. Krass. Daumen hoch dafür. Aber Toad passt auch perfekt zu diesem Level. Mit dem Sprinten und so. Also kann ich die Entwickler auch verstehen, dass die dann Toad Knopf hinpacken. Weil der einfach perfekt zu diesem Level passt. Super. Jetzt möchte ich aber wieder Abwechslung haben. So, das könnten wir auch schon von Anfang an spielen können, aber wir machen es ja der Reihe nach. 7, das gefällt mir nicht, das machen wir jetzt nicht. Wir spielen die 6, hin und her im Gruselhaus. Let's get started. Mit Luigi, komm, Luigi. Mensch, gib mir doch Luigi, das ist nicht passend. Oh, lol, aber das... Das sieht interessant aus, das ist ein Schwarz-Weiß-Level, lol. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah, ich muss aber dahin. Okay, das war nicht so geil. Gut. Ich hab kein Item. Fuck! Bleib da stehen. Bleib da stehen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder nach oben arbeiten zu den richtigen Power-Ups. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh Mann, immer diese Riesenbuhus. Die sind immer solche Schränke, sind die immer. Die stehen mir immer im Weg. Hier drin. Hier war vorher mein Minigame drin, das ist aber diesmal nicht der Fall. Schade auch. Aber das Sofa steht noch da. Da können wir kurz chillen. Kurz verschnaufen. Und es gibt ein Fake One-Up. Nice, danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich dachte jetzt auch kurz, dass das ein Fake Grünstein ist, aber nein, das ist ein echter. Hier ist ein Fake. Nochmal ein Fake One-Up. Lass mich raten, ein Fake Ziel. Es war klar. Es war einfach klar. Diese Big Boost, ey. Die ringen ja voll aufkommen auf. Dieses ganze Rätselhaus ist sehr, dieses ganze Geisterhaus ist sehr, sehr merkwürdig aufgebaut. Was ist dann da drüben? Ist dann nur... Oh Gott. Wäre ich fast runtergefallen. Okay, wieder ein Fake. Komm mal her, bitte. Ich brauche da Platz. Um wieder auf das Sofa zu gehen. Sofas sind ja ganz chillig, aber in diesem Falle, diese fliegenden Sofas, die kann ich auch sehr gut verzichten. Ja, da unten sind doch... Guck mal hier unten, wie viele One-Ups hier sind.
Das sind wahrscheinlich alle Fakes. Und ein Original ist da dabei. Grünstern. Okay. So, noch Ziel, komm. Dieser Grafikstil sieht zwar echt geil aus, also beziehungsweise dieses, diese Lichteffekt, diese Farbeffekte hier. Aber ja, ich möchte sehr gerne das durchspielen. Ziel. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Warte, hell. War da hinten irgendwas, was ich nicht geblickt habe? Wie zum Beispiel diesen Dev, den habe ich auch nicht geblickt. Der kam ganz, ganz urplötzlich. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Weil Mario sogar gesprintet ist und jetzt bin ich ja ganz am Anfang. Wieder einmal ein Level, wo es wieder keine Checkpoints gibt. Nice! Ich liebe es doch. Diese Level sind immer für Let's Plays immer ganz, ganz ungeeignet, weil man immer alles wieder von vorne machen kann. Das ist Dreck. Ach, fick dich doch. Habe ich überhaupt was im Inventar? Nein. Wie sollte ich auch? Oh Mann. Lass mich doch einfach raus hier. Meine Fresse. Ist fake. Was hier? Ah, hier. Okay, gut, ich hätte da gar nicht hinten hingehen müssen. Hier ist es hier. Oder? Oder geht's hier noch weiter? Ich habe auch keine Lust mehr. Es war ein ganz cooles Geisthaus, aber ja. Ich will nicht nochmal sterben. Das habe ich nicht eingeplant. Was zum Teufel? Aber ich darf es nochmal spielen, weil ich der Pfosten der Nation bin mal wieder. Das ist auch so ein Meme geworden jetzt irgendwie. Der Pfosten oder der dümmste Mensch der ganzen Nation bin. Das habe ich in Pikmin 3 Deluxe da einmal gesagt. Und jetzt so. Das könnte so ein typischer Spruch für so ein Merch-T-Shirt sein. Also wenn ich jemals Merch rausbringe, da wisst ihr schon mal, welchen Spruch ich darauf klatsche. Jetzt darf ich den Scheiß ja nochmal spielen, weil ich die scheiß goldene Flagge verkackt habe. Mann! So, habe ich jetzt den Spaß meines Lebens gehabt wieder mit Toad? Schon wieder? Jetzt will ich aber langsam auch wieder Luigi sehen. Also, wenn nichts dagegen das Spiel. Würde mich sehr über einen Luigis Auftritt freuen. Der darf nämlich ein bisschen chillen. Hoffe ich. Glaube ich, hoffe ich. Die Auswahl ist zu groß und der Zufall entscheidet sich für Rosalina. Ja gut, haben wir ja. Ist ja der neue Charakter, also. Haben wir noch nicht so auf den Let's Play gesehen. Bin ich auch noch mit zufrieden mit. Aber ja. Ob sie dafür auch geeignet ist, wir schauen mal. Aber auf jeden Fall hier erstmal schon wieder den chilligen Strand. Gute Sache. Kein Zeitdruck, das freut mich sehr. Bin nämlich so nicht so der Fan von Zeitdruck. Das war ganz cool in Mario 3D Land gewesen, aber ich weiß auch nicht. Hier waren die bislang eigentlich nicht so geil, ne? Zumindest meine Meinung. Das dämliche Qualquappen aus Pikmin, ey. Die sind doch safe aus Pikmin geklaut, ich sag's euch. Die sind zumindest genauso dumm aus. Nur, dass die aus Pikmin noch dümmer waren. Oh Gott. Ich hasse diese Momente, wenn ich einen Pilz im Inventar habe. Das fühlt sich irgendwie scheiße an. Wenn man nichts Besseres als einen Pilz im Inventar hat. Also hätte ich sehr gerne, dass ich jetzt auch hier irgendwo jetzt demnächst wieder neues Power-Up kriege, damit ich den austauschen kann. Oh lol. Grüßt euch, grüßt euch, grüßt euch, grüßt euch. So. Nice Kills. Aber keine Power-Ups. Das finde ich nicht geil. Kann ich euch damit auch killen? Nö, das juckt überhaupt nicht. Gut. Dann haben wir das auch ausgetestet. Hi. Super, du wirst sterben. Oh mein Gott.
Das ist schon mal sehr verwirrend. Dieser Rammerhaie heißen die, glaube ich. Die sind auf jeden Fall neu hier. So, wir haben einen Double Kill hingelegt. Nice. Und diesmal müssen wir oben lang. Davor ging es ja da unten weiter. Da ist jetzt aber der Grünstern gewesen. Es geht weiter. Aber man hatte ja auch eine Kanonenbox, wenn ich das so richtig erinnere. Die gab es hier auch. Waren die Blooper nicht auch neu? Ich bin mir ja gar nicht so sicher. Schon weichen her jetzt wieder. Ein paar Wochen. So, so, so. Nein, das war daneben, okay. Diese Stachel. Wie soll ich sie nennen? Stachel, Boxen. Aufpassen. Kannst du bitte dagegen springen, bitte? Danke. Ja, auf VE nur eine Münze, also hat sich eh nicht gelohnt. Okay. Die Box macht es mir einfacher, sehr schön. Nimmt mir ein bisschen den Ärger, gut. Ich möchte mich chillen, das ist nämlich, dafür nehme ich mir extra die Zeit jetzt an meinem Freitag. Also, das Thema haben wir jetzt auch jetzt inzwischen oft genug gehabt, also ja, inzwischen solltet ihr wissen. Aber ja. An einem freien Tag möchte ich schon wenigstens auch chillen und mich entspannen. Und das kann ich am besten mit schönen, chilligen Leveln bei Mario 3D World. Und das auch am besten, wenn sie nicht so aufbrausend und nervig sind. Und deshalb wollen wir die Spezialwelten spielen, wo ich eigentlich erwartet habe, dass die aufbrausend und nervig sind. Aber Stand jetzt sind sie das gar nicht. Es gab nur eine geringe Auswahl an Leveln, die mich bislang in den Tod gerissen haben. Ob man da jetzt positiv oder negativ denkt, das könnt ihr alle selber für euch entscheiden. Aber ja, ich finde es jetzt positiv, damit ich mich nicht wirklich hier rumschreien muss oder so. Das will ich einfach nicht haben. Passiert. Kommt vor. Ich werde auch noch viel schreien, zum Beispiel in Pikmin. Machen wir jetzt die Missionen. Da werde ich auch noch viel schreien. Sind ja auch gerade erst am Anfang. Aber ja, hier möchte ich wenigstens noch, bevor wir zu dem Scheiß-Level kommen, also quasi die finalen Level da, wo es Millionen Fails geben wird, will ich wenigstens noch so wenig schreien wie möglich. Also ja, will ich doch jetzt noch wenigstens ein bisschen chillen. Und ja, hier ist es immer so abwechselnd, so wie ich das sehe. Jetzt kommt Welt 8. Weltpilz. Blume. Warum? Weltblume 8. Hektik in der Wolkendisco. Ach, das ist ja wieder mindblowing, ist das. Wir gucken mal. Luigi! Sag mal. Ja, genauso scheiße habe ich mir das Level vorgestellt. Bullshit. Ich kann es mir wieder mit dem Tanuki einfacher machen. Gucken wir mal, ob der auch bis zum Ende durchhält. Was zum Teufel? Willst du mich verarschen? Und da gibt's nicht mal was. Außer Münzen? Ist ja lame. Aber jetzt mal Glück, dass ich Mario bin und dann ist es nur ein paar Münzchen. Toll. Drüben sehe ich aber schon einen Grünstern. Aber ich glaube, wir haben hier gerade ein richtiges Kack-Level entdeckt. Oh mein Gott, ich habe wieder was fürs Inventar. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Ich hasse das Level jetzt schon. Ja, ich hasse es jetzt schon. Zwei Fails hintereinander, das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß, der Hechtsprung war jetzt nicht sonderlich schlau. Aber komm, ich habe da Besseres erhofft. Ich kann diese Timings einfach nicht und die fucken mich auch richtig ab. Gab's in 3D dann auch so eine Scheiße und war auch nicht besser. Oh, Scheiße ist auf den scheiß Schalter. Ich kann keine deine Mutter holen, aber ich nicht. Genauso wie den ganzen Scheiße untersuchen. Das kann auch deine Mutter machen. Ich mach das nicht. Ich bin doch nicht hobbylos.
aber noch andere Spiele, die ich genießen möchte. Also habe jetzt zwei neue Let's Plays ja schon eingeplant. Also das würde man jetzt sagen, dass jetzt die jetzigen Part etwas gerusht sich anfühlen. Aber ja, ich versuche das natürlich trotzdem einigermaßen gut rüberzubringen, dass ich hier noch Spaß habe. Wenn man sich bei dem Level fragt, wie kann man bei dem Level eigentlich Spaß haben? Das kommt ja gestört, ist das. War da kein Grünstein, ne? Okay. Das hier. Sag mal lieber nichts. Ihr könnt euch meine Gedanken eh wahrscheinlich schon denken, was ich mir über das Level denke. Und immer diese Para-Knochentruppen, die sind solche Assis. Die gehen manchmal echt so auf den Sack. Ich weiß gar nicht mal warum. Oh, hi. Ein paar Goodies. Oder auch einfach nur Münzen. Ja. Eine Enttäuschung mal wieder. Deshalb lohnt es sich auch nicht mal wirklich in der Spezialwelt sich umzuschauen. Weil es meistens auch nichts gibt. Und ja, jetzt sind wir am gottlosesten Platz der Welt angekommen. Ja, obwohl, das ist eigentlich noch gar nicht. Der gottloseste Welt ist das finale Level. Aber das hier sagt auch schon dermaßen. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne Tanuki ist, ey, ohne Scheiß. Das ist immer dermaßen scheiße. Gott. Gott. Das sah einfach aus, aber stellt euch darauf ein, in dem großen finalen Level wird so eine Scheiße auch noch vorkommen. Das weiß ich auch noch. Das große finale Level, das ist, das zackt richtig, also wirklich dermaßen. Da werden einige Level-Systeme in ein Level zusammengebaut und der Scheiß kommt auch vor. Darauf könnt ihr euch einstellen. Und zwar im absoluten Hardcore-Mode. Darauf könnt ihr euch freuen. Oh, wie weit sind wir? Ach, wir schaffen noch, wenn nicht zwei Level. Pff, warum nicht? Weiter geht's mit Blume 9, Gumba-Stress am Tropenstrand. Toad darf es spielen. Oh Mensch. Ja, wer den Zeitdruck vermisst hat, der kommt jetzt kommt hier auf jeden Fall wieder auf seine Kosten. Hier gibt es ein bisschen Bonuszeit. Habe ich jetzt auch nicht so nicht nötig. Okay. Was laber ich? Natürlich habe ich es nötig. Aber ich würde gerne Folgen haben. Dankeschön. Oder wir lassen es von dem Dingens einfach anzünden. Aber ich mache es einfach mal lieber selber. Für den einen Grünstern. Und ich glaube, in diesem Level ist es, glaube ich, dass wir entweder die Hammerbrüder oder die Gumbas killen. Da ist aber Gumbas, die Rede ist, würde ich sagen, müssen wir Gumbas killen. Dann können wir erst weiter. Wenn das nämlich mal die Zeit hier mit, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Kommen wir zwar jedes Mal hier dieses zu hören, aber ja. Okay, gut, hier sind noch mehr. Schieß, komm! Bam! Scheiße! Okay, war noch nicht alles. Hier sind noch mal 10 Sekunden. Diese Level sind immer so aufbrausend. Also, das habe ich jetzt eigentlich nicht für heute eingeplant, aber ich muss es einplanen. Es war auch klar, dass mich das noch mal in der Spezialwelt erwarten wird. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Warte mal, ich brauche noch ein paar Grünsterne. Hier ist noch ein bisschen Zeit und die brauche ich auch. Ich habe noch nicht alles gefunden. Wo sind Grünsterne? Da ist einer. Darum ist zu. Was? Irgendwo fehlt ein Grünstern? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, gut. Danke. Wo? Wo ist der letzte Grünstern? Da ist er! Schnell! Du hast Zeitdruck. Hast du schon gemerkt, ne? Tod. So, nicht schnell weg. Schnell weg. Los, 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 los.
Okay, okay, okay. Ist noch die goldene Fahne. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Zum Absichern. Keine Scheiße bauen. Okay, ich hätte sogar... Oh Gott. Hätte es auch ohne geschafft. Aber ich wollte mal auf Nummer sicher gehen. Keine Scheiße bauen. Also erst recht bei solchen Leveln, die so intens sind. Da würde ich absolut keine Kacke bauen. Aber zum Glück war die Fahne ja sehr einfach zu erreichen. Okay. 333. Ist doch schon mal eine gute Zahl. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft. Es kommen noch... 3 Level. Mhm. Okay. Das klingt ja schon mal gut. Wahnsinn auf dem Wabenweg. Blume 10. Also, ja, hier kann man es nochmal festhalten. Die Weltblume hat einige Level zu bieten. Also 12 insgesamt. Interesting. Alright. Hey, passend. Rosalina und eine Mario Galaxy Musik. Das ist doch nice. Und auch diese schöne, die ist so mega feier. Da freue ich mich doch gleich. Das sorgt doch für Mario Galaxy Flashbacks. Und das erfreut mein Herz doch. Und ja, das erfreut allerdings mein Herz nicht, denn ich darf jetzt hier den... Ja, ich darf mir den jetzt so holen, darf sterben und dann wieder neu starten. Aber die Grünsterne werden hier gespeichert, also zeige ich wieder mal meinen dicken Mittelfinger den Entwicklern. Und ja, bedanke mich zugleich, dass sie das überhaupt so gemacht haben, dass man die speichern kann. Der eine oder anderen gibt's, beschweren sich natürlich mal wieder, dass es wieder zu einfach gemacht wurde, aber ich sag's mal so. Beschwert euch nicht, ganz ehrlich. Mir ist es scheißegal. Gut, inzwischen ist jetzt eher auch, ja, sage ich mal so, nach 50 Jahren zum Spielen, ist jetzt auch inzwischen auch nicht mehr so die das Hype-Game. Also es macht zwar noch Spaß, aber ja, ich freue mich jetzt eher auf die jetzt kommenden Let's Plays, die jetzt kommen werden. Erst recht die zwei, die halt eingeplant sind. Am Ende des Jahres bekommen wir die Pokémon... Diamant Pearl Remax, auf die ich mir sehr gespannt bin. Aber ich glaube, das können wir an einem anderen Mal nochmal ansprechen. Aber ja, wie schon mal gesagt, das wird definitiv kommen. Klaro. Nach dem enttäuschenden Schwert und Schild wird das natürlich auf meinem Kanal kommen. Müssen wir uns jetzt halt nur bis Ende des Jahres gedulden. Bestimmt wieder bis November, so wie wir es immer machen. Oh, lass mich raten, ich muss ja alles killen. Das hatten wir doch schon mal bei dem Original-Level, glaube ich. Es gab nichts. Oh Mann, natürlich. Weil es gab es nur im Original. Na gut, dann halt nicht. Das ist aber schon so nervig genug, dass ich hier mit der Doppelkirsche hier schon wieder rumeiern darf. Die wissen ganz genau, dass die suckt. Einige mögen die, aber ja, ich mochte die ja auch am Anfang, aber ich bin mir jetzt eindeutig sicher... Nee. Das ist eigentlich nur ein Hindernis. Das ist genauso wie beim Mini-Pilz. Das ist auch eigentlich nur ein Hindernis, um die Level schwieriger zu machen und irgendwelche Secret Exit zu verstecken. Und ja, hier ist es eigentlich genauso. Nur nicht mit Secret Exit, sondern mit so einem Scheiß hier. Aber wenn ich den Grünstern habe... Habe ich ihn? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Fuck you. Fuck you. Ich habe ihn. Aber ich dachte, das ist Level 50 mehr, aber mehr von vorne spielen. Oh man, es macht keinen Spaß. Wollen die mir die Level einfach nur nerven? Weil die Checkpoint, ohne Checkpoints, ist die ganze Zeit von vorne anzufangen. Es geht einfach nur auf die Nerven. Das ist auch eventuell das, warum ich jetzt inzwischen auch nichts mehr so viel hundertprozentig Spaß verspüre, wie ich am Anfang des Displays verspürt habe. Weil das Game ist geil, das wissen wir inzwischen alle. Wir feiern und lieben es alle zusammen. Aber gegen Ende wird es einfach nur noch nervig, weil wenn du 50 Mal einmal stirbst, dann... Ja, es gibt keine Checkpoints. Du sollst immer wieder von vorne anfangen. Das beginnt nach dem 5 Milliardensten Mal auch an zu nerven. Wenn man sich allerdings auch so dumm wie ich anstellt, dann ist es auch kein Wunder. Also ich glaube, ich beginne gleich an zu cutten, weil dieses Level einfach nur noch nervt. Ist einfach so. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nichts mehr. Fuck you. Ich laufe jetzt einfach nur mit dem Bildschirm mit und mache gar nichts mehr. Ich hab die Schnauze voll.
Genieß mal die Musik. Das müssen wir mal appreciaten. Das macht doch viel mehr Spaß. Einfach die Musik genießen, passt das. Haben eh nichts mehr zu sammeln, also warum? Warum sich die Mühe machen? Als ob ich so dumm bin und die Kirsche einsammle. Keiner mag die Kirsche. Da sind wir mal ganz ehrlich, keiner mag die Kirsche. Predicte ich jetzt einfach mal so. Ach nee, ich wollte nichts machen, sorry. Lassen wir sie ihre Kreise hier drehen. Sollen sie halt machen, wenn sie Spaß dran haben. Spielt dieser Soundtrack nicht auch in dem finalen Level? Ich glaube ja. Weil es auch so ein bisschen Galaxy-basierend ist, das letzte Level. Erinnert mich ein bisschen, mich immer ein bisschen an das finale Level aus Galaxy 2 erinnert. Das war ja genauso asi, beziehungsweise sogar noch schwieriger. Gab es dann so einen Kometen, wo du dann das, den ganzen Scheiß nochmal nur mit einem Leben machen musstest. Heilige Scheiße. Jetzt guckt euch die an, die killen sich jetzt schon gegenseitig. Ups. Denkt sich jetzt der ein oder andere da unter den Viechern. Und was kommt jetzt so? Ja, meine Fresse, was ist jetzt los hier? Ich muss sogar schon niesen. So. Okay, goldene Fahne. Ah, es war so klar. Gebe nicht auf. Na, ich gebe nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Ach, immer die Sache mit dem Seitwärtssprung. Der funktioniert nie dann, wenn man es will. Ja, komm. Was zum Teufel? Wieso rutscht denn da ab? Oh, gosh. Lauf doch! Nein, ich nehme das so nicht hin. Nein, ich nehme das so nicht hin. Fuck. Drehen. Ich weiß, ich habe Zeitdruck, aber fuck you. Mann, warum komme ich denn da nicht hoch? Muss ich mir jetzt langsam was einfallen lassen hier. Ich reiß so das Ziel nicht. Das schaffe ich nicht. Ich gebe nicht auf. Ist mir scheißegal, ob ich in Timeout-Death sterbe. Ich will da hoch. Das ist mir egal. Scheiß Level. Fuck, man. Fahrt zur Hölle. Mach das nicht nochmal. Fuck you. Ich mach das nicht nochmal. Sehen uns gleich wieder.
Der Trigger-Faktor ist einfach nicht auszuhalten. Und damit endet wieder einmal die Folge von Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. In der nächsten Folge geht es dann zu den letzten Leveln. Und ja, mal schauen, wie wir sonst noch schaffen. Auf jeden Fall, haut rein und ciao. Heute gab es auf jeden Fall wieder genug Trigger. Bis denne.